Ja, danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Mieter und Vermieter. Lassen Sie mich meine Rede mit einem Fazit beginnen. Das Ziel ist, im heterogenen Wohnungsmarkt in NRW an allen Orten einer breiten Bevölkerung das angemessene Wohnen zu angemessenen Preisen zu ermöglichen. Und laut Minister Groschek, konnte man jetzt an einigen Orten lesen, soll verhindert werden, dass Mieter aus Städten wie Köln und Düsseldorf vertrieben werden. Das ist ein schönes Ziel und ein unzureichendes Instrument dafür. Es wird ja leider in vereinzelten Berichten so getan, als sei Ihr ehrenwertes Ziel, Minister Groschek, mit der Mietpreisbremse dann erreicht. Dem ist dann nicht so. Ja, dass die Mietpreisbremse oder eine Mietpreisbremse generell ist erst einmal eine geeignete Maßnahme für ein solches Ziel, aber nur eine von vielen, die nötig wären, und man braucht dazu auch flankierende Begleitmaßnahmen und vor allem Ressourcen und Personal. Die im Kabinett beschlossene Maßnahme ist zwar nicht schädlich, aber in der Form meistens oder weitgehend wirkungslos. Insofern ist das Ziel des FDP-Antrags wohl nicht, eine Fehlentwicklung aufzuhalten. Der Titel des Antrags, Mietpreisbremse provoziert Chaos auf den Wohnungsmärkten etc., ist maßlos übertrieben und geht an der Wirklichkeit vorbei. Ironie ist man ja eigentlich in Antragstiteln nicht gewohnt, aber so habe ich es aufgefasst. Also wenn ich die Position der FDP hätte, wir haben ja eben darüber gesprochen, über weltanschauliche Ansichten und so, dann würde ich mich freuen und dann würde ich sagen, alles erreicht. Ja, das Problem wurde zwar erkannt und thematisiert, aber wir bekommen in der Praxis ein stumpfes Schwert. Da muss sich niemand vorfürchten. Ja? Minister Groschek versäumt zwar keine Gelegenheit, wie ein Tiger zu brüllen und ein Kätzchen zu kuscheln, aber diese Mietpreisbremse wird keinem notleidenden Vermieter wehtun. Da haben Sie gewonnen, FDP. Behauptungen, es überwiegen leicht möglich, in ausreichender Weise und zu fairen Preisen mit angemessenem Wohnraum zu versorgen, sind ebenso falsch wie unnötig. Ja, Ellerbrock, Sie haben jetzt prophezeit, ab dem 1. Juli wird keine einzige Wohnung mehr gebaut. Keine einzige Wohnung mehr gebaut. Ah, okay. Na, das andere hätte ich sofort gesagt, da würde jeder im Kassenbier drauf wetten, aber auch das würde ich an dieser Stelle tun, denn das glaube ich nicht, zumal die Mietpreisbremse Neubau und Investitionen gar nicht betrifft. Da, ob nun jetzt also mehr Wohnungen gebaut werden als vorher, das hängt an ganz anderen Faktoren. Die Mietpreisbremse, Herr Klocke hat das ausgeführt, betrifft diesen Aspekt nicht, was ja auch sehr intelligent ist. Neubau und mehr Wohnungen sind zwar wichtig, aber andere Baustellen, Herr Ellerbrock und Herr Hausmann. Die Mietpreisbremse reicht sich ansonsten in eine Reihe halbherzig realisierter Maßnahmen ein. Das Wohnungsaufsichtsgesetz, also die sogenannte Wohnungspolizei, wirft mit Wattebällchen auf die bösen Vermieter. Was in anderen Städten oder Ländern erfolgreich ist, ist in NRW halt ohne entsprechendes Personal eher nicht die Rede wert. Und die Kappungsgrenzenverordnung mit 59 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, ja, die war Ihnen zwar damals zu viel, und Sie haben noch über Bottrop gesprochen, da würde kein Mietpreiswuch und sowas existieren, aber es ist eben kein Chaos ausgebrochen. Und naja, die groß angekündigten Ziele allerdings wurden damit auch nicht erreicht. Die Mietbegrenzungsverordnung nun, die Sie mit Ihrem Antrag abschaffen wollen, soll nur in 20 Kommunen gelten, also 5% der Kommunen. Und um sie durchzusetzen, muss ein Mieter erstmal die teure Wohnung erstmal mieten und dann auch noch klagen. Und dann muss festgestellt werden, wie Wohnlage und Zustand der Wohnung zu bewerten sind. Und dann gibt es irgendwann eine Prozessentscheidung. Danach darf dann der Mieter auf ein gutes Verhältnis zum Vermieter ja im Grunde nur noch hoffen. Und da fragt man sich ja, wird das in der Praxis oft stattfinden? Wer macht das denn? Also entweder bleibt die Mietpreisbremse wirkungslos oder sie ist eine ABM für Juristen. Ressourcen für eine entsprechende Aufsicht, die unabhängig vom Mieter aktiv werden kann, gibt es ja leider nicht. Und das heißt im Großen und Ganzen nicht, dass wir diese halbherzigen Maßnahmen wieder abschaffen wollen. Im Gegenteil, wir wollen aber bessere Maßnahmen hinzufügen. Ein besonders wirkungsvolles Instrument, Frau Philipps, Herr Groschek,
wären doch mal schön. Dann passen auch die selbstgesteckten Ziele und die angekündigten Ziele dazu. Ich komme zum Schluss und möchte zum Schluss mit drei zentralen Fragestellungen die Rede einleiten. Was ist das politische Ziel hinter der Mietpreisbremse? Und ist die Mietpreisbremse eine geeignete Maßnahme zur Erreichung des Ziels? Und was ist das politische Ziel des Antrags? Vielen Dank und viele Dank.